Gefahr, dass für die Leute, die da leben, eben ein viel größeres Potenzial besteht, dass die sich auch kontaminieren über die nächsten Jahre. Anfänglich hatte ich natürlich keine Erfahrungen über die Nebenwirkung der Uranmunition und habe mir selbst schwere Gesundheitsschäden zugezogen. Inzwischen hatte ich 3 Operationen, stehe jetzt unter Medikamenten. Für seine Arbeiten zur Wahrung der Menschenrechte ist Professor Günther immer wieder ausgezeichnet worden. Hier zum Beispiel Albert Schweitzer Preis für Medizin, dann viele französische Auszeichnungen, eine hohe polnische, die höchste polnische Auszeichnung. Und dann habe ich hier Auszeichnungen eigentlich aus aller Welt. Hier, ich bin ja auch Knight of Malta. Hier habe ich österreichische Auszeichnungen. Dann habe ich Auszeichnungen aller möglichen bekommen von verschiedenen Universitäten. Hier habe ich verschiedene Auszeichnungen, das ist eine besonders hohe Auszeichnung, Medicus Magnus, die ich hier gekriegt habe. Und hier sind Auszeichnungen aus Polen. Internationale Auszeichnung von Boutros Ghali hier. Und ich bin Ehrenbürger des Staates Alabama und Oklahoma und habe sogar einen Titel gekriegt vom Colonel. Alles ist unterschrieben von Gouverneur. Wieder setzten Amerikaner und Briten Urangeschosse ein, leugneten es auch nicht, sagten aber diesmal, sie seien ungefährlich. Aus Hajiji kamen damals die ersten Menschen mit sehr aggressiven Krebserkrankungen nach Sarajevo. Nachweisbar haben wir herausgefunden, dass die Anzahl der Leukämieerkrankungen in der Bevölkerung dieser Region jetzt viel größer ist als vor dem Krieg. Die Anzahl bestimmter Bluterkrankungen ist 5 bis 6 Mal höher als vor den Kriegsereignissen in diesem Gebiet. Die Serben ahnten, dass die Bevölkerung von Hajici nach der Bombardierung einer gefährlichen Kontamination ausgesetzt sein könnte und siedelten 3.500 Bürger in das serbische Gebiet Bosniens nach Bratunac um. Aber es war zu spät, denn viele Menschen waren bereits verseucht. Wir wohnten im Zentrum von Hajici. In der Nähe gab es eine Reparaturwerkstatt der serbischen Armee. Die Gegend wurde am häufigsten bombardiert. Und auch das Zentrum wurde bombardiert. Was wussten wir einfachen Leute denn, worum es ging? Dass hier aber etwas nicht stimmte, hat uns ein Fall bewiesen. Ein kleines Mädchen hat in einem Bombenkrater gespielt und anschließend fielen ihr alle Fingernägel ab. Sie wurde ins Militärkrankenhaus nach Belgrad gebracht, zu weiteren Untersuchungen. Na, offensichtlich war etwas in der Kratererde, was das verursacht hat. Das ist alles so schrecklich. Mir fehlen die Worte. Diese Menschen sind alle 1 bis 2 Jahre nach der Bombardierung von Hajici gestorben. Das ist furchtbar. Man könnte auf die Grabsteine schreiben, gestorben an abgereichertem Uran. To smatramo da je sigurno
Wir sind sicher, dass die Ursache der vermehrten Krebserkrankungen das abgereicherte Uran ist. Diese Erkrankungen kommen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen vor. Ein charakteristischer Fall geschah 1995. Zwei Personen, ein 4 Jahre altes Kind und ein 24-jähriger junger Mann, standen nebeneinander, als in unmittelbarer Nähe bombardiert wurde. Beide sind innerhalb von 1,5 Jahren an Leukämie erkrankt und gestorben. Von den 3.500 Umgesiedelten aus Hachichi starben in den nächsten 5 Jahren 1.112 an Krebserkrankungen. Fast ein Drittel aller Vertriebenen. Hier in Belgrad hält sich hartnäckig das Gerücht, dass diese bombardierten Gebäude in der Innenstadt auch durch Uranmunition zerstört wurden. Untersuchungen von Experten haben allerdings ergeben, dass sie keine Radioaktivität festgestellt haben. Wenn sie sich getäuscht haben, wäre das furchtbar. Hello, it's very nice to see you here. Welcome, Dr. Kovacevic. Wonderful, thank you much. All right. Dr. Kovacevic, haben Sie nach den Bombardierungen einen Anstieg bösartiger Erkrankungen festgestellt? Neben unseren großen speziellen Einrichtungen, die sich alle mit den verschiedenen Aspekten dieser Thematik befassen, erhalten wir jedes Jahr von der serbischen Regierung sogenannte jährliche Statistiken. Momentan beschäftigen wir uns sehr mit dem Uran 238 und wie stark dieses Uran auf uns einwirkt. Die serbische Industrie ist in den letzten 10 Jahren durch den Krieg, durch Sanktionen und durch alles Mögliche völlig ausgelöscht worden, sodass keine Emission gefährlicher Chemikalien durch die Industrie in unser Ökosystem möglich war. Aber die Belastungen, die uns physisch betrachtet seit Tschernobyl betreffen, haben sich in der Natur durch das Uran 238 der Uranwaffen deutlich verstärkt, sodass es hier jetzt eine zusätzliche große Belastung gibt. Deshalb beobachten wir die Risikogruppen Kinder und alte Menschen sehr genau. In den letzten 5 Jahren sind die Todesfälle von bösartigen Krebserkrankungen drastisch auf 9% gestiegen. Unsere Prognosen sagen, dass diese Zahl in den kommenden 10 Jahren auf 20% steigen wird. I give you some gloves for the hand and the mask, and then you protect your body. Here's the nose and the gloves. Dobre. Wir waren überzeugt, dass man die Uranmunition hier nicht anwenden würde. Wir haben gedacht, dass es nur ein kleiner Krieg wird. Heute sehe ich, dass es ein gut vorbereiteter Krieg war. Dreckig und heimtückisch. Und dass wir nur Spielfiguren waren, an denen man alles ausprobieren konnte. Oder man wollte etwas loswerden, wovon man zu viel hatte. Mein Verdacht, dass Munition mit abgereichertem Uran verwendet worden war, wurde sehr schnell bestätigt, nachdem die ersten nicht identifizierten Teile in mein Büro gebracht wurden. Manche Geschosse waren nicht explodiert, möglicherweise waren es einige Serien, die nicht getroffen hatten. Diese Geschosse lagen verstreut neben zerstörten Objekten auf dem Beton, auf dem die Fahrzeuge standen. Nach der Bombardierung, als ich das erste Mal hier reingegangen bin,
habe ich ein ganz eigenartiges Gefühl empfunden. Ein Gefühl von Wärme, die unnatürlich war. Die nicht bedeckten Teile der Haut fangen an, die Farbe zu wechseln und entzünden sich. Man hat das Gefühl, einer diffusen Wärmequelle ausgesetzt zu sein. Man weiß nicht, wo sie herkommt. Es ist unnatürlich, anders. Es ist nicht leicht, dieses Gefühl zu beschreiben. Sehen Sie das Geschoss? Haben Sie solche hier auch gefunden? Ja, die sind in unserem Gebiet viel eingesetzt worden. Und hier oben war der Urankern. Mein erster Gedanke war damals, dass ich diesen Ort so schnell wie möglich verlassen